Was war das denn? Und unsere Musik ist wieder da. Schön. Entschuldige. Ups, entschuldige. Hallo Schwein! Wir haben das Schwein gefunden! Das Schwein hat wenigstens ein ordentliches Tempo hier. Geiler Song. So, der Twitch-Layout ist übrigens erste Sahne. Ja, Twitch kümmert sich im Moment sehr gut um uns. Was? Ja, hör auf. Ich kriege gerade eine Nachricht, dass morgen bis 6.20 Uhr 14 Brötchen abgeholt werden müssen. Dachte, ich hau der Chefin eine rein. Das hat Chris gesagt. Sind nicht so einfach zu finden, wie? Betsy liebt es, Unfug zu treiben. Betsy? Dann nehmen wir diese Betsy, ey. So, zum Abhören ist die Musik wieder... out. Hoffentlich gibt's einen Bonus. Bonus ist immer gut. So. Dann suchen wir mal das nächste Schwein. Ist ja ein kleiner Weg. Man hätte ein Schwein gebraucht, um da hinzukommen. Entschuldigung. So, Gespräche suchen wir. Jetzt hätte ich ihn. Auf der Wii U hätte ich jetzt eine 360-Grad-Drehung machen müssen. Gespräche? Wein? Wo war denn hier was? Wo zum Geier? Ah. Ich spiele am Computer. Das schlafende Schwein aufwecken. Ja. Wie wär's mit einer auf dem Hintern geben? Und dann läuft das schon. Oh Mann, bei der besten Stelle des Musik. Der Musik. Hallo, nice man. Na komm. Wassermarsch! So, ich glaube, das Schweinchen ist wach. Hast du das Spiel schon durch? Na, aber klar. So, Speicher Nummer 2. Gut gemacht. Filmann stellt gerne mal was an, nicht? Verrücktes Schwein. Hat er gerade Filmann gesagt?
Oh, und wenn du nach diesem Frank suchst, er ist rauf auf die Burg. Sagte, er hätte da ein entferntes Grunzen gehört. So, so, Honey, hast du dann ein entferntes Grunzen gehört? Entfernt war dieses Grunzen also. Dann fahren wir da mal hin. Hey, Stürmi. Ja, Sven, genau den meine ich. Ich summe gerade weiter die Musik vor mich hin. Hört ihr noch nicht? Oh! Dann buggy erstmal hier rein. Oh. Einmal nach oben bitte. Ich erinnere mich, dass ich hier mal Probleme hatte, damals zu wissen, was ich machen muss. Hier war einer der ersten Orte, die ich damals erkundet habe, nachdem man bei der Tankstelle war. Uh-oh. Oh nein! Ah, alles gut, alles gut. Hallo, Honey. Hallo, ich habe von irgendwo da oben ein Grunzen gehört. Also entweder ist eins der Schweine auf die Burg geklettert oder der Bewohner hat eine selten komische Lache. Oh, wow. Ah, rein, Chris. So, dann geht Sei wohl ein kleines da hochkletterst und lande auf was Weichem, wenn du fällst. Okay, Frank, ich ziel dann auf deinen Kopf. Schon komisch, wie weich der ist. Mein Arzt sagt, ich soll immer einen Helm tragen. Wisst ihr, was das Geilste ist an Frank Honey? Die deutsche Synchronstimme für ihn ist so gut. So unendlich gut gelungen. Hallo? Danke. Du hattest recht, Frank. Hier oben schläft ein Schwein. Wuhu! Wie kriege ich dich jetzt wieder runter? Es träumt von Äpfeln und Bananen. Dann müssen wir wohl Äpfel und Bananen finden. Ein Bäumchen gepflanzt mit Äpfeln drauf. So, Schwein, hier ist ein Apfel. Oh, hier muss ich den Apfel reinlegen. Welche Farbe brauchst du? Offensichtlich nicht lila. Ich glaube, wir müssen jetzt hier noch irgendwas... Ah, dann komm, dann lernen wir das mit der Schweinekanone endlich. Wachse und gedeihe. Ein Bananenbaum. All we need is Banani. So. Aber wir wollen doch gar nicht super gleiten, oder? Wollen wir den super gleiten? Wollen wir das? Okay. Huh? What? Nein! 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 Nein, das ist jetzt gerade nicht wirklich passiert. Oh mein Gott, wir sind wo runtergefallen. RIP. Okay, das funktioniert hier gerade nicht. Oh Gott, wie komme ich denn jetzt wieder hoch? Das kann ein Weilchen dauern.
Das ist jetzt ein bisschen ärgerlich. Naja, immerhin ein Steinchen gefunden. Der rollt erstmal weg. Vielleicht gibt es ja ein Wunder und wir finden hier eine Banane. RIP! Ja, ist leider kein Zelda hier. Das heißt, wir nehmen uns jetzt ein Auto hier. Aber ansonsten sehr lange brauchen, da wieder hinzukommen. Polizeiangelegenheit. Gott sei Dank ist es nicht so schlimm, wieder zurückzukommen. Aber trotzdem. Wie kommst du jetzt auf Zelda? Weil Mandy es geschrieben hat? Und ich nun mal lese, was ihr schreibt? Mann, Mann. So, okay. Nochmal einmal rauf. So, an alle, die das Schweinchen da oben machen, gute Nacht euch. Wir sind noch ein bisschen dran heute. So. Ah, gib mir die Lego-Teilchen hier mal. Warum hat das gerade nicht geklappt? Ich habe eigentlich nichts falsch gemacht. Wie der Banani macht, ist das Schweinchen. Okay. Guten Tag. So, können wir das jetzt hinkriegen, bitte? Gut. So, jetzt hat das funktioniert. Ja, ich spiele so gut wie kein Overwatch mehr, ne. Ich habe keine Zeit für. So kommt man darüber. Geht doch. Und da ist der Bananenbaum. Immer dann, wenn der Banani geht. Müssen wir einen Baum pflanzen, damit wir ein bisschen was von Banani noch haben. Hallo, Jacko. So, mit der Banane müssen wir uns jetzt erstmal porten. Und so schön zurück. Und dann geben wir dem Schweinchen genau das, was es braucht. Bitteschön. So, und jetzt ab in die Schweinekanone. Natürlich kenne ich das A-Team. Wer kennt das A-Team nicht? So, wir haben eine Schweinekanone gefunden. Und RIP Schweinchen. Vor allem mit dem Huhn, ne? War aber Punktlandung. Danke! Punktlandung. Wie hast du das geschafft? Hab es aus einer Kanone gefeuert. Und als nächstes können Schweine fliegen. Ja, genau. Moment mal! Wenn Schweine fliegen lernen, Errungenschaft freigeschalten. Easy peasy. Kapitel 10, zurück am Fall. Hey, JC, Interesse an einem Job? Klar doch, solange ich dabei keine Tiere reiten muss. Da muss ich dich enttäuschen, es ist Teil der Sache. Echt? Um was geht's denn? Ein Bekannter möchte, dass der riesige Roboter T-Rex aus dem Museum geklaut das wird. Das ist so geil. Tyrannosaurus. Rex. Wer, will das bitte? Ein Privatkäufer. Vertrau mir, du willst nicht wissen, wer es ist. Er wird langsam zu einer... Nun, wie auch immer. Sag einfach Bescheid, wenn du aus dem Museum raus bist. Alles klar, Vinny. Einen riesigen T-Rex-Clown?
Kennen wir. Ellie, ich glaube, ich habe eine Spur im Fury-Fall. Im Bluebell-Nationalpark? Nein. Winnie hat mich wegen eines Jobs im Museum angerufen. Soll einen Roboter-T-Rex klauen. Okay. Wenn mein Onkel fragt, wo du bist, regle ich die Sache schon. Danke. Und sag dem Chief besser noch nichts, okay? Sicher. Das ist sehr, 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 sehr geil, muss ich sagen. Da freue ich mich jetzt drauf. So, aber wir machen mal ganz kurz eine Nebensache. Los, Chase! Go, go, go! Und RIP. Ich möchte mal hier kurz Speedrun-Parcours machen. Das ist hier sehr ungenau, aber es geht. So, wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Vermutlich hier hoch. Das wird knapp von der Zeit her. Okay, es gibt noch ein paar Sekunden drauf. Komm schon, Chase. Es ist auch mit Fehler machbar. Yes! Geil, Leute, den Vampir freigeschalten. Nee, es hatte kein Tag-Nacht-Feature, das Spiel. Ist auch völlig in Ordnung, meines Erachtens. Hast du den T-Rex schon, Chase? Nein. Ich bin gerade auf dem Weg ins Museum. Alles klar. So schnell geht das nicht, Ellie. Wo ist mein Wagen? Frank, ich brauche das Pferd. Hier ist irgendwie kein Wagen. Will mir keinen geben. Traurig. Dann müssen wir wohl zu Fuß. Beziehungsweise. Wir lassen uns ein bisschen mit dem Hähnchen gleiten. Okay. War der erstmal etwas zu langsam, der Farmer? Ja, der Festival Square wäre bestimmt sehr schön gewesen. Danach, das stimmt wohl. Gib mir, gib mir. Nice, er hält an. Polizeiangelegenheit. So, die Farming-Mission hat sich damit auch erledigt. Sie macht hier ein paar Wheelies. Sie ist sehr mutig. Oh, 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 na! Repkarre. Das ist ein Notfall. Sorry. Na, meine Schuld war das nicht. Nein, das war auch nicht meine Schuld, da war ein Stein im Weg. Farmer Hayes. Na, perfekt. Du hast nicht zufällig meine Schweine gesehen? Die ich zusammengetrieben habe? Ah, ja. Hab mich einmal umgedreht und zack, waren sie alle weg. Sind wohl schon in Lego City. Wenn du Ausschau nach ihnen halten würdest, wäre das sehr nett. Besteht auch keine Eile. Okay, Mr. Hayes. Wunderbar. Wenn du eins findest, steck es einfach in die nächste Schweinekanone, damit es hierher gefeuert wird. Klar. Okay. Klar, wenn sonst nichts ist, wir ballern die Schweine alle zurück. So, aber jetzt müssen wir uns erstmal um Winnie und seinen T-Rex kümmern. Ganz schön schnelle Schweine. Die sind schneller in der Stadt als ich, ja. Das ist sehr traurig. Ich bin am Museum, Ellie, aber ich komme nicht rein. Ich habe mir die Pläne mal angesehen. Versuch's mal übers Dach. Man kommt da aber nicht ohne weiteres hoch. Schon okay. Ich habe da so eine Idee. Gibt es in der Nähe größere Gebäude, auf die ich rauf kann? Die Kunstgalerie vielleicht. Wieso? Ich habe ein Huhn, mit dessen Hilfe ich vom Dach der Kunstgalerie auf das Museumsdach gleiten kann. Wow, sowas hört man auch nicht alle Tage. Viel Glück, Chase. Das hört man wohl nicht alle Tage. Also wäre ich Ellie, hätte ich jetzt erstmal gesagt, okay, Chase, das mit den Drogen musst du sein lassen.
Aber hey, es ist Chase McCain, der weiß, was er tut. So, bonjour, die Damen. Solange es kein Papagei ist, ist alles in Ordnung. Die Zone ist OP. Ja. Davon kannst du aber ausgehen. So, 4 Millionen Stats haben wir. Wir brauchen 4 Milliarden am Ende. Ah, es läuft. So, ich weiß, dass du nicht zum Zahnarzt willst, aber zum Zahnarzt muss man halt manchmal einfach. So. Mal wieder ein bisschen im Privatoutfit rumlaufen. Hey, ganz gut. Wir müssen jetzt hier wieder unsere ganzen Parcours-Fähigkeiten quasi gerade unter Beweis gestellt haben. Erstmal zeigen. Achso, das war die falsche Taste. Das macht Sinn. So, hier gibt's alle Farben. Wir brauchen wohl zuerst mal grün. Und dann geht's rein ins Gebäude. Was liegt an? Farmer Chase liegt an. So, Blume Nummer 2. Ich finde das auch gut, dass wir nach Lego City gezogen sind. So, warum laufen wir jetzt hier einmal im Kreis? Keine Ahnung, die Stats waren so verlockend. Und dafür muss man halt manchmal laufen. Pink? Was? Wir können keine pinke Farbpistole machen, das funktioniert nicht. Oh Mann, wäre ich mal nicht außen rum gelaufen. Gute Nachrichten gibt es nicht. Nur ausgezeichnete. Immerhin schneller als sonst mit dem Traktor. Ach stimmt, mit dem Huhn konnte man ja auch Eier schießen. Da war ja was. Da war ja was. So, der Prinz von Lego City ist wieder unterwegs. Okay, die ganzen Stats kann ich jetzt eigentlich auch mal sein lassen. So, was machen wir hier? Okay, schreit danach, als müssten wir hier was zusammenbauen. Hat Chase eigentlich eine Wohnung? Achso, der hat bestimmt eine Wohnung. Aber da ist man nicht. Ja, das stimmt. Sehr geiler Weg nach oben. Lauf, Chase, lauf! Jawohl, mit den Hühnern geht alles. Weißt du, der Chris hat 36 davon. 36 Hühnern vorm PC kann einem nichts passieren. So, jetzt darf nichts schief gehen, sonst müssen wir dann nämlich nochmal rauf. Also besser, es funktioniert jetzt. Da ist das T-Rex-Symbol schon. Okay, und Daumen drücken. Sonst müssen wir einen weiten Weg. Ich denke, da
Ich sollte meine große Klappe ja jetzt nicht aufreißen, aber ich denke, da wird nichts passieren. Das Hühnchen wird uns sicher auf das Museum gleiten. There we go. Auf das Hühnchen ist eben Verlass. So. So, und irgendwo hier ganz oben mussten wir hin. Ah, 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 da haben wir doch was. Nice moves, Chase. Einen kleinen Superstein nehmen wir noch mit. Ja, Alex, was denn sonst? Und dann geht's rein ins Museum. Am Strand in Paradise Sands ist ein Rummelplatz. Ich habe sämtliche Fahrgeschäfte ausprobiert und am allerliebsten mag ich die Achterbahn. Obwohl ich 10-mal damit gefahren bin, ist mir hinterher nur 10-mal schlecht geworden. Krieg jetzt kein schlechtes Gewissen, Chase. Denk einfach dran, was sie dir damals als Kind für den Plastikdinosaurier abgeknöpft haben. Richtung. 9 Buchstaben. Senkrecht? Nee, waagerecht. Wow, starker Move. Starker Move. Den T-Rex klauen, really? Oh Mann. Dieser Wagen hier hält den Geschwindigkeitsrekord. Er fiel aus dem Transportflugzeug und erreichte eine Endgeschwindigkeit von 500 Meilen pro Stunde. Ja, nicht schlecht. Jetzt gibt's hier ein bisschen Museumswissen für euch. So, ich sollte, wenn ich sie kaputt mache, auch die Dinger mal einsammeln. Das Museum war ganz schön. So. Ab in den Hebel und Vorhang auf. Ich habe gerade mit Huckleberry telefoniert und er hat dich seit Stunden nicht gesehen. Wo bist du? Ich habe eine Spur, Chief, und sie führt direkt zu Rex. So, du hast also nicht nur meinen Befehl missachtet, du klaust wahrscheinlich auch wieder was Teures, oder? Bist du sicher, dass es mit Fury zu tun hat? Jetzt wird man schon im Museum fast überfahren. Wie will, dass ich den Roboter T-Rex aus dem Museum für jemanden klaue? Das kann einfach kein Zufall sein. Klingt mir ganz nach Fury. Gut, ich lasse dich dieses eine Mal noch gewähren, McCain. Aber wenn das eine Sackgasse ist, kannst du den T-Rex gleich fragen, ob im Museum Wärter gesucht werden. Da habe ich kein Problem mit. Ich lass es dem T-Rex wissen. Das ist der größte je in der Bluebell-Mine gefundene Lego-Silberklumpen. Gefunden wurde er, als er Silas Fletcher auf den Kopf fiel. Seine Angehörigen waren so freundlich, ihn dem Museum zu stiften. Aber nett. Hier, sowas hätte ich locker selbst auch synchronisieren können. Diese Dampflok wurde bei der Eröffnung des ersten Lego City Bahnhofs vorgestellt. Ihr erster Einsatz war aber erst 2 Jahre später, nachdem der zweite Bahnhof fertiggestellt wurde. Gut zu wissen. So, dann sprengen wir doch das schöne Ding hier gleich mal. Yeah.
Und tschüss.